Salamun alaikum und alaikum salam alaikum, Freunde. Haltet euren Helm fest. Dieser Patch, das ist das krankeste, krasseste, was ich jemals gesehen habe. Dieser Patch ist einfach nicht nur wild, sondern er ist Power! Aber Leute, wie immer, ihr wisst, wie es läuft. Da unten ist ein Code. Wenn ihr im BDO dabei seid zu cashen, Leute, wäre ich euch übertrieben dankbar, wenn ihr beim Cashen von Paketen, Bündeln oder A-Coins meinen Code verwenden könntet. Das ist hier der Code WAKKER, ne, Kuss, Kuss, Kuss. Wird alles investiert, reinvestiert in eine neue Kamera, denn diese Kamera macht mich echt langsam fertig. Es kritzelt alles immer noch und ja, Leute, legen wir los. Okay, wir haben sehr viele Events, wir haben ein bisschen Pearl-Shop, aber ein bisschen schwierig zu interpretieren wegen dem C-Patch und wir haben einen richtig fetten, fetten Patch, Leute. Da das Ganze sonst übertrieben lange gehen wird, werde ich hier wirklich durchmarschieren. Also, Shakatu Splendid Offer, ein Event, was wir schon mal hatten. Und zwar gibt es wieder diese roten Shakatu-Kisten, die wir aus dem Pearl-Shop kaufen können. 300 Millionen pro Stück, wir können insgesamt 3 IDs lang die Kisten kaufen, zwischen dem 26. Juli und dem 9. August. Der Reset ist immer von Sonntag auf Montag. Insgesamt können wir pro ID pro Woche 10 von diesen Kisten kaufen. Das bedeutet also 3 Milliarden pro Woche mal 3 sind 9 Milliarden. Wir haben das letztes Jahr schon mal gehabt und ich hatte dazu einen Appell an euch ausgerufen. Wenn ihr diese Kisten kaufen wollt, ich werde sie kaufen, Leute. Schreibt mir gerne im Discord, sagt mir gerne im Stream auf twitch.tv/wakayashi Bescheid. Lasst uns diese wieder gemeinsam öffnen. Ich werde dazu wieder ein fettes Box-Opening machen, ein fettes Box-Opening-Video. Und lasst uns das gemeinsam einfach mit Screenshare öffnen. Also, ich kann euch jetzt schon mal sagen, die Leute, mit denen wir das damals geöffnet hatten, wir hatten insgesamt ja überwiegend miese gezogen. Das heißt, die meisten haben da irgendwie 3 bis 6 Milliarden Minus gemacht. Aber es gab auch einige Leute, die da ja mit Profit gemacht haben. Es gab insgesamt eine Person von den Ganzen, die dann tatsächlich so eine goldene, so eine rote Box gezogen haben. Und daraus kam dann ein Doomhorse. Das schöne Grüße gehen raus an Kiso. Ja, aber wenn ihr Bock habt, Leute, sagt gerne Bescheid, lasst uns gerne gemeinsam öffnen. Gemeinsam sind wir stark, wir müssen uns nicht alleine fürchten. In der Masse sind wir einfach stärker. Machen wir es einfach wie die Türken, ja? 5 gegen 1. Also, wenn ihr dann diese Kisten kauft, bekommt ihr auch bei jedem Kauf so einen ja, Siegel. Mit diesem Siegel könnt ihr 10 Stück nochmal eine Shakatus Geheimkiste kaufen oder ein Siegel gegen 30 Cronstones. Das heißt also, wir werden wahrscheinlich 3 von diesen Shakatu Geheimkisten nochmal droppen können. Und wie ihr später noch sehen werdet, gibt es noch eine Anwesenheitsbelohnung für eine weitere rote Kiste. Spart sie alle an und lasst einfach alle wirklich gemeinsam öffnen. Aus der roten Kiste können halt der richtig kranke Scheiß rausdroppen, ne? Bis zu 50.000 Cronstones, bis zu 30.000 Kafras, Splendid Stones, ne? Das ist halt mit Abstand das geilste. Oder halt aus der ja nicht so geilen Box, aus der nicht roten Box gibt es dann halt auch ganz okay Belohnungen, aber eher wahrscheinlich Schmutz für die meisten. Aus der ja, Geheimkiste gibt es ebenfalls einen Splendid Alchemie Stone, wenn wir Glück haben, aber eher wahrscheinlich nicht. Welts Herz, Inverted Garmoths Herz und so weiter und so fort. Aber ja, ein neues Kostüm, Night Veil, für ein paar weibliche Klassen. Ja, und wenn ihr dieses Kostüm kaufen solltet, könnt ihr hier ein bisschen Roleplay betreiben, das Ganze ein bisschen anpassen, Screenshots hochladen, dafür bekommt ihr dann hier diese Rewards. Wenn ihr dieses Kostüm habt, könnt ihr es mal mitnehmen, aber es lohnt sich, finde ich, auch nicht den Aufwand. Aber wenn ihr es nicht kauft, würde ich es auch nicht dafür kaufen. Dann kommen wir zum nächsten Event. So, wie ihr wisst, gibt es ja seit dem Heidelball, seit der Ankündigung, demnächst einen Wasserpalast. Das ist das neue Event 2023 statt Tamim Beach Event. Und das soll krass abgehen. Das Ganze wird wahrscheinlich am 15. bzw. 16. August dann bei uns am Mittwoch released. Und ja, da bis dahin gibt es Anwesenheitsbelohnungen, um unsere Gemüter ruhig zu stellen. Die Anwesenheitsbelohnungen sind ganz nett. Ganz unten nochmal eine Shakatu Splendid Alchemie Box. Eine Box, sorry, ohne Alchemie. Und wir haben halt hier nochmal so eine Class Insignia Box, falls ihr nicht wisst, was das ist. Das ersetzt euren Buchslot-Item und gibt euch einfach für die Klasse 10% Kampf-XP permanent. Ihr könnt aber auch einfach ja, Grube der Unsterblichen machen und sogar bis zu 30% permanent für alle Klassen freischalten. Ja. Gut, dann gibt es ein Event, was es auch letztes Jahr gab. Das ist jetzt das zweite Mal, dass es kommt. Papu vs. Krio. Ihr habt ja wahrscheinlich beim Tamim Beach Event schon den Shop leer gekauft. Und an diesem Spot gibt es hier so 2 NPCs, die vor so Gemälden, vor so Kunstwerken stehen. Insgesamt 7 Items könnt ihr hier im Sinne von eBay ersteigern. Das Startangebot für jedes Item liegt bei 500 Millionen. Und insgesamt habt ihr von Freitag, kommenden Freitag, bis zum
30. Juli, also vom 28. Juli bis zum 30. Juli Zeit, diese Items ja zu ersteigern. Sie haben einen Startwert von 500 Millionen, es gibt 4 Skulpturen und es gibt 3 Gemälde und das sind einzigartige Items. Ja, das sind Kunstwerke, die Housing-Items sind, die ihr in euer Haus stellen könnt, in eure Villa stellen könnt und sonst hat sie niemand. Ja, ich kann mich noch erinnern, dass einige Items davon letztes Jahr über 13, 14, 15, 20 Milliarden gingen, also ganz, ganz kranke Summen sind da geflossen. Es ist natürlich einzigartig, es ist natürlich irgendwie auch ein Prestige-Item, aber hauptsächlich will es so ein bisschen entgegen der Inflation wirken. Also ich würde mich da nicht verarschen lassen, Leute. Die sollen ihre Inflation anders unter Kontrolle bekommen und nicht über so einen Scheiß. Also, dann gibt es jetzt nochmal eine gildenbezogene Mission, ein gildenbezogenes Event. Wenn ihr Gildenmissionen macht, abschließt, bekommt ihr diese Old Moon Combat Seals. Euer Gildenleiter kann sie dann sammeln. Ne? Die könnt ihr im Gildenlager lagern und dann kann der Gildenleiter zu Dunkern gehen und damit halt eine Quest machen für einen Valencia-Elefanten. Tja, wenn ihr mal Bock hattet, auf dem Elefanten zu reiten, kommt gerne nach Hamburg. Bei mir sieht es da unten auch aus wie beim Elefanten. Aber ja, Leute, es tut mir leid. Es ist jetzt fast 5:30, ich habe noch nicht geschlafen. Ich wollte mir diese Patchnotes jetzt schon angucken. Ich bin süchtig. Was soll ich machen? Also verzeiht bitte diese geschmacklosen Witze. Dann gibt es ein Event, Leute, das gab es noch nie. Und ich finde es absolut krass, Digga, weil es einfach kombiniert wird mit dem Dekia Laternen Release. Und was das ist, dazu kommen wir gleich. Während dieser Zeit, Leute, bis zum 9. August, 2 Wochen lang, platzten im PvE keine Crystals. Du stirbst im PvE, du verlierst keine Crystals. Du verlierst XP, aber dafür gibt es die Träne von Elion, ja? Also, ganz krasse Scheiß. Was Dekias Laterne ist und wieso das dafür sehr gut anzuwenden ist, dazu kommen wir gleich. Zuallererst gucken wir uns noch die restlichen Events an. Es gibt ein Lifeskill-Event. Es gibt nicht nur ein Lifeskill-Event, es gibt richtig viele Lifeskill-Events. Also, Event Nummer 1, 3 Wochen lang, 50% Life-XP, 50% Mount-XP. Wenn euer Pferd reitet, bekommt euer Pferd mehr XP. Dann, wenn ihr sammeln seid, ne, könnt ihr hier beim Sammeln Items droppen, wie zum Beispiel diesen wilden Ginseng, der ist 10 Millionen Silber wert beim NPC oder 7-jähriger wilder Ginseng. Da gibt euch ein paar Life-Skill-Buffs für eine halbe Stunde und ihr bekommt noch solche Fruchtsäcke und die könnt ihr halt gegen Früchte eintauschen. Ne? Ich würde hier maximal für Fruit of Enchantment gehen, für die T10-Pushes, aber ja. Habt ihr schon Anbauen angefangen? Nein? Dann seid ihr dumm. Anbau ist eines der besten passiven Einkommensquellen in BDO und ich werde dazu meinen Guide unten in die Beschreibung reinlinken. Ja, ihr bekommt nämlich auch während des Events erhöhte Chancen und erhöhte Mengen an Maulwürfe, die euch zusätzlich nochmal Anbau-Loot obendrauf mit drauf geben. Ziemlich gute Methode, um passiv Geld einzunehmen und vor allem mit dem Event zu kombinieren. Dann gibt es mehr Milch durch Kühe melken. Ab Meister 1 und höher gibt es ja normalerweise 50 bis 65, während des Events ungefähr 50% mehr. Ja? Das Ganze auch für andere Stufen darunter, aber ungefähr 50% mehr. Das sind mögliche Kuhpositionen, ne, in Olvia, in Kalfion, in Grana, in Drigan, whatever. Nächstes Lifestyle-Event, pferdebezogen, Leute. Bis zum 16. August, also auch hier 3 Wochen lang, gibt es hier 50% Trainings-XP, also Abrichten-XP und Mount-XP. Ob das jetzt hier stackt mit dem Event davor? Ich weiß es nicht, ich würde gerne den EU-Patch abwarten und das dann final nochmal so analysieren. Aber erstmal würde ich davon ausgehen, dass wir erstmal nur 50% Mount-XP haben. Dann gibt es, Leute, wenn wir Pferde bis Level 15 leveln, wie ich das gerade hier im Hintergrund schon mache, und diese dann beim kaiserlichen Händler abgeben, gibt es Blumen des Vergessens, Flower of Oblivion. Und während des Events bis zum 16. August bekommen wir doppelte Menge an diesen Blumen. Das ist ganz krank. Wir kriegen zusätzlich noch solche komischen Eventrechnungen, die wir gegen andere Pferde-Content-Items eintauschen können. Die Liste davon seht ihr weiter unten. Aber wichtig ist, Leute, diese doppelte Menge an Oblivion Blumen. Wenn es gerade darum geht, T10 zu drücken, ist das ebenfalls ein Bottleneck, ne? Weil niemand hat Bock, da immer diese ganzen scheiß Pferde zu leveln. Fuckt mich halt schon komplett ab, aber ja, was soll's. Das nutzen wir natürlich aus. Dann gibt es während des Events auch nochmal, natürlich durch ein Weekly Reset verbunden, bis zum 16. August natürlich hier weitere Event-Pferde-Quests, ne, wo wir nochmal weitere königliche Fahnenkraut bekommen, mystische Federn oder halt einfach Konsum-Items. Ihr seid dabei, den Merindoras Waldwagen zu bauen, dann hört jetzt genau zu. Ihr bekommt während des Zeitraums bis zum 16. August doppelte Mengen, um diesen Waldwagen beschleunigt bauen zu können. Coole Sache. Bau, geil.
Dann Twitch Drops, Leute. Es ist immer noch nicht fertig. Die Twitch Drops gehen weiter. Bis zum 2. August eine weitere Woche mit Twitch Drops. Ihr habt erstmal hier am Mittwoch eine einmalige Belohnung von 3 Stunden, 6 Stunden und 10 Stunden. Ich werde die ganzen 10 Stunden durchstreamen am Mittwoch. Also kommt gerne ab 13.30 Uhr, 14 Uhr gerne in den Stream rein. Mittwoch am 26. Juli geht es direkt los. Und dann gibt es natürlich noch Daily Drops, die ihr nach 3 Stunden erhaltet. Ziemlich geile Sache. Also, ich freue mich auf euch, Leute. Kommt gerne vorbei. Lasst einen Schmackofatz da. Also, dann Pearlshop. Pearlshop gehen wir wirklich sehr schnell drüber, weil es ist halt die C-Währung. Das Ganze müsst ihr ungefähr mal 4 rechnen. Dann habt ihr halt hier die Angebote. Hier erstmal ein Angebot für 100 Euro aufladen, ein Angebot für 200 Euro aufladen. Ihr bekommt einen kleinen Obolus dazu. Wenn ihr dabei wart zu cashen, dann casht das, nimmt es mit. Wenn ihr nicht dabei wart zu cashen, es lohnt sich nicht dafür extra zu cashen. Die Shakato-Boxen, die wir schon vorher erwähnt hatten, sind hier nochmal aufgelistet. Ne, wie gesagt, insgesamt 9 Milliarden an Kosten, jede Woche 3 Milliarden. Vor Montag am besten kaufen, damit ihr den Reset wirklich komplett mitnehmen könnt. Dann das neue Kostüm für Dark Knight, Drakania, Nova und Konoichi. Wenn euch das gefällt, nehmt's mit. Das Ganze gibt's auch nochmal hier in einem Bundle, in einem Angebot. Vielleicht ist das ja eher interessant für euch. Dann gibt es hier solche Daily, Angebote. 2 für Grinder, weil hier Loot Scrolls mit dabei sind, und 1 für Livesclaw wegen Lalas Tee und Secret Book of Florin und so. Ne? Die sollten sich lohnen. Das hier sind wahrscheinlich unter 200 Pearls, das sind unter 200 Pearls, das sind unter 200 Pearls, und ihr habt hier einfach mal schon mal 3 Loot Scrolls und hier 3 Loot Scrolls plus den extra Schmalz, den ihr da bekommt. Ne? Also wenn man hier einen Loot Scroll mit 100 Pearls rechnet, das sind dann 300 Pearls für die 3 Loot Scrolls, und wenn ihr hier unter 200 zahlt, sollte sich das lohnen, das jeden Tag mitzunehmen. Könnt ihr 2 Wochen lang jeden Tag mitnehmen. Lohnt sich. Könnt ihr einmal pro Familie pro Tag kaufen. Ja. Dann gibt es Angebote nochmal hier für solche Bundles. Schaut euch da gerne das Ganze nochmal an. Wenn ihr dabei Hilfe braucht, eine Entscheidungshilfe, ob das sich Ganze lohnt oder nicht lohnt, ich werde das Ganze nochmal, wenn in EU der Patch kommt, nochmal offiziell anschauen, damit ich euch da bestens beraten kann. Aber jetzt auf dem Stand ist das ein bisschen schwierig, weil der Währungswechsel ist manchmal mal 3, mal 3,5, mal 4, manchmal mal 4,5. Es ist ein bisschen schwierig, das Ganze hier einzuschätzen. Aber ja, es gibt nochmal Mount im Sale. Würde ich abgesehen immer komplett abraten. Abstand, Leute, Abstand. Ja, das ist einfach nur Geldzockerei hier. Dann nochmal ein paar Kostümangebote. Und dann gibt es nochmal Sale auf Gewicht pro Charakter, auf Familiengewicht und Familieninventare. Ne? Das ist der Tab Familie. Wenn ihr hier auf I geht, seht ihr hier oben Familie. Gut, das war der Pearlshop, und jetzt kommen wir zum Update, Leute. Und jetzt haltet euch bitte fest, zieht euer Schlüpper an. Ja, ich hoffe, das Ding hat auch eine Pampers-Funktion. Es wird einfach nur komplett krank. Also Leute, fangen wir an. Wir haben als erstes ein paar Klassen, die schneller auf ihr Pferd können. Hashashin, Guardia, Sage, Drakania, Megu haben in der Awakening keine lange Animation mehr, wo erstmal die Waffe irgendwie verstaut wird, um aufs Pferd zu steigen, sondern das wird zack, zack gemacht und yalla. Ja, also so ein bisschen schneller auf dem Pferd. Dann, Leute, ein krasser Abfuck für die ganzen PvP-Enjoyer. Wenn ihr eine Karte des Reisenden oder die Archäologenkarte benutzen wollt, wird es hier so gechannelt, und wenn ihr währenddessen angegriffen werdet, egal ob PvE oder PvP, wird das Ganze abgebrochen und ihr müsst das Ganze neu angehen. Ja, nochmal neu klicken. Wenn ihr Escape nutzt, wird es ein bisschen dauern, bevor ihr Escape nutzen könnt. Wenn ihr V nutzt, also Emergency Escape, wird es auch ebenfalls ein bisschen eingeschränkt. Und zwar könnt ihr während V nicht mehr den Server wechseln, nicht mehr auf den Tag-Charakter gehen, nicht mehr Escapen, nicht mehr in die Charakterselektion gehen, keine Karte mehr nutzen. Also auch hier, Leute, müsst ihr zusehen und schauen, wie ihr da jetzt anders aus der Notsituation rauskommt. Dann gibt es ein paar Klassenbuffs. Succession Ranger wird gebufft, sowohl im PvE als auch im PvP. Dann Succession Musa wird sowohl im PvE als auch im PvP gebufft. Wir haben hier wobei noch ein Cooldown von 5 auf 8 Sekunden, also wird es da auch ein bisschen gebalanced. Also, falls das irgendwie eure Main-Klasse ist, schaut euch gerne das Ganze nochmal im Detail an. Ich werde die ganzen Videos nochmal unten, die ganzen Links unten in die Beschreibung tun. Valkyrie in Succession bekommt einen PvE-PvP-Buff slightly. Und wir haben hier in Konoichi einen Fix. Wir haben einen Hashashin Succession-Buff im PvE und PvP. 15% All-Accuracy einfach für 10 Sekunden auf Aals Dominion, alles klar. Ja, moin. Dann haben wir hier einen kleinen Fix für Wusa und Megu, aber das juckt erstmal nicht. Dann Black Shrine, Leute. Das Ding, was ihr freischaltet, wenn ihr Land of the Morning Light freigequestet habt. Ja, ab Stufe 6 und 7, ab sofort, ne, Schwierigkeitsstufe 6 und 7, gibt es da nicht nur die Borika-Ohrringe, Base, sondern auch noch Base, Mon und die. Ihr habt die Chance halt von Base bis die
Ohrringe zu droppen. Ganz kranker Shit, also es macht es auf jeden Fall interessant, auch mal in die höheren Schwierigkeitsstufen zu gehen. Florchestra-Instrumente juckt nicht, die Quests werden da so ein bisschen anders umgereiht, juckt nicht. Magnus wird ein bisschen gebugfixt, juckt nicht. Dann haben wir die Titel für die Chatgruppen werden verteilt, juckt nicht. Dann haben wir was richtig Geiles, Leute. Die wilden Pferde hatten bisher eine Respawn-Zeit zwischen 2 und 3 Stunden. Das Ganze wird jetzt gebufft auf 30 bis 60 Minuten. Ziemlich geile Sache, also einfach mehr Verfügbarkeit auf wilde Fährte. Wir haben eine Traglastreduzierung von Goldbarren, eine 1G, vorher 1 LT, jetzt 0,1 LT, vorher 10.000 G auf 75 LT, jetzt 7,5 LT. Also das Ganze wird um aufs 1 Zehntel reduziert, ne? Also nur noch 10% Gewicht von dem, was vorher war. Ebenrufs Noll ist eines der 4 großen Treasure Items, bald 5 Treasure Items, wenn ihr an das Teleskop von Ulukita denkt. Da gibt es keine Beschränkung mehr auf Acceleration oder Break mehr. Ihr braucht nicht mehr diese Werte erreichen, um Noll nutzen zu können. Das heißt also, jedes Schiff kann Noll jetzt ganz entspannt nutzen, ohne Bedingung. Dann, Bartan wird gebufft, Leute. Und zwar, die T5 Bartamats werden um 50% erhöht. Das heißt also, vorher 5 Millionen, jetzt 7,5 Millionen für alles unter Magoria. Und alles, was in Magoria ist, wird von 10 Millionen auf 15 Millionen erhöht. Ziemlich geiler Buff, also ich bin gespannt, ob das dadurch irgendwie interessant wird, diesen Semi-Content nachzugehen für ein bisschen extra Monis. Dann auch Crow Coins werden hier gebufft, ne? Sea Coins, ne? Vorher und dann nachher. Das gilt nur für die T5 Barter Mats und nicht für die T4 Barter Mats, also hier ganz wichtig, ab T5 wieder ein Buff. Dann der maximale Preis von Deborika-Schmuck wird endlich erhöht, Leute. Das gilt für Base bis Pen, das gilt für Ohrringe, für Gürtel und für Ketten und vielleicht auch bald für Ringe. Was? Gut, also Beispiel von TED 63 Milliarden auf 99 Milliarden. Wie ihr wisst, ich habe gerade aktuell 9 von diesen Dingern gedrückt auf TED. 5 Ketten, 4 Gürtel. Ich hoffe, dass der Preis so hoch wie möglich geht, um sie dann zu verkaufen. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Inshallah, Leute, betet für mich. Also, dann eine Preiserhöhung für Katri Pen Ringe von 32,7 auf 90 Milliarden. Und danach wird es hier wieder interessant weiter unten. Garmov, der Weltboss, wird jetzt hier ein bisschen angepasst. Vorher spawnte er am Dienstagabend, Donnerstagabend und am Sonntagabend. Das Ganze wird jetzt angepasst. Er spawnt 14 Mal, jeden Tag 2 Mal. Laut C-Patch einmal um 14 Uhr und einmal um 23.15 Uhr. Das sind wahrscheinlich irgendwelche anderen Krummzeiten. Das heißt also, wir schauen uns das Ganze nochmal gerne an, on stream im EU-Bereich. Wahrscheinlich so 16 Uhr und dann 0.15 Uhr oder sowas. Mal gucken. Ne, außer samstags, da ist natürlich Siege um die Uhrzeit, deswegen wird es auf 18 Uhr am Samstag verlegt. Aber wie gesagt, die Uhrzeiten müssen wir nochmal genauer bei uns in EU angucken. Wieso wird das jetzt auf 14 Mal erhöht, Leute? Keine Sorge, ihr könnt das Ganze nicht 14 Mal looten. Das Ganze wird jetzt versteckt hinter einer Quest. Das heißt also, wenn ihr Garmov einfach tötet, ohne die Quest anzunehmen, bekommt ihr gar nichts. Ihr müsst halt wirklich zu dem Notmanager von Garmov gehen, der steht halt direkt hier nebenan und da gibt es eine Quest. Diese Quest heißt Garmov 1, 2, 3, ja, und wenn ihr die Quest angenommen habt, Garmov tötet, die Quest abgibt, bekommt ihr einmal Loot von Garmov. Und das Ganze könnt ihr dann 2 Mal wiederholen für 3 Loots insgesamt und so reduzieren sie die verpassten Garmovs, ne? Ich persönlich kann nur jeden Sonntag Garmov mitnehmen, weil ich dienstagsabends und donnerstagsabends im Gym 120 Kilo auf Bankdrücken frei drücke, ne? Und deswegen geht das nicht. Finde ich absolut geile Änderung. Dadurch hoffentlich auch keine Austrocknung mehr bezüglich Garmovs Herz im Marktplatz. Gut, Leute, Ash Forest, eines der höheren Spots, wo ihr auch Deborika Necklaces, also Kalsketten droppt, wird gebufft. Insgesamt bekommen wir mehr Dichte, mehr Vollkrass, mehr Banas, mehr Geiras und die Rift Seeds werden ein bisschen angepasst von der Position her. Mal schauen, ob die dann irgendwie näher an den Banner stehen. Weiß ich noch nicht, müssen wir uns angucken. Aber das ist halt nicht der einzige Buff für Ash Forest jetzt so, sondern es gibt indirekt noch einen weiteren Buff. Kommen wir zu Dekias Laterne und damit auch zum Highlight des Quartals, Halbjahres, Jahres. Also mal schauen. Was ist Dekias Laterne? Dekias Laterne könnt ihr erstmal freischalten bei der Decay, beim Decay-NPC in Olunstal, wo ihr auch die Xaka-Questreihe angeht. Ja, da macht ihr dann diese Quest ab 61 und ihr bekommt Dekias Laterne und dazu noch ein paar extra Sachen. Wofür Dekias Licht ist, dazu kommen wir gleich, aber da bekommt ihr auch nochmal initial 60 Licht. Diese Laterne wird verwendet, um auf gewissen Spots die Monster zu verstärken.
erstmal mit dem heutigen Release in Ash Forest und in Olunds Tal. Später auch in Dornwald und in Turus und in Zyklopenland südlich von Kalfjorn. Das heißt, hier wird erstmal komplett massiv die Masse erhöht, die Monster, die euch verfolgen und euch nach dem Leben trachten. Dann kommt dazu, dass die ganzen Spots mehr AP und mehr DP benötigen. Minimum 700 Gearscore, Leute, oder ihr seht alt aus. Ja, mehr als 300 AP braucht ihr, mehr als 400 DP braucht ihr. Ansonsten könnt ihr direkt einpacken. Und deswegen auch dieser komische Buff, dass die Crystals nicht platzen in den nächsten zwei Wochen, damit wir uns erstmal an diesen Spot gewöhnen können. Ja, also, wenn ihr die Dekia-Laterne dort aktiviert, an den gewissen Spots, wie gesagt, erstmal nur in Ash Forest und in Olun, habt ihr erstmal eine Cooldown von 10 Minuten, sobald ihr das Ding wieder deaktiviert habt, damit ihr nicht immer aktivieren und deaktivieren könnt. Solange das Ding aktiv ist, haben die Monster eine Laterne über dem Kopf, die ist lila, und das sagt euch, okay, das sind die verstärkten Monster für Dekias Laterne. Dekias Laterne hat eine Haltbarkeit von 300, ähnlich wie Alchemiesteine, und pro Minute, in der ihr das Ding nutzt, verliert es eine Haltbarkeit. Um diese Haltbarkeit wieder, ja, haltbar zu machen, müsst ihr jetzt hier Dekias Licht reinpumpen. Ja, wie bekommt man sonst Dekias Licht? Dekias Licht bekommt ihr sonst über Schmuck, über goldenen Schmuck. Und zwar müsst ihr entweder Pri, Di oder Tri Schmuck nehmen und das halt mit 10 Magical Lightstone Crystals, ja, verarbeiten. Diese Magical Lightstone Crystals bekommt ihr, wenn ihr unvollkommene Lichtsteine unter anderem bei Dalisai eintauscht. Und abhängig davon, wie teuer der goldene Schmuck ist, bekommt ihr unterschiedlich viel Licht. Ne? Bei Forest Runner's Ring, bei Cecile's Centauren Bells, das sind halt alles nichts wert, ne? Deswegen kriegt ihr auch da weniger. Bei natürlich sowas wie Dawn Earrings oder Ominous oder Vahas oder Tungrat bekommt ihr natürlich ein bisschen mehr. Ja, gut. Ja, sehr schön, Leute. Es gibt einen neuen Hashtag, ne? Den Hashtag könnt ihr dann hier sehen, ne? Dekias Laterne. Später wird das Ganze dann erweitert und dann kann man halt sehen, was es da so droppt. In Ash Forest, wenn ihr dann dort die Dekias Laterne benutzt, was bekommt ihr dafür? Ne? Wird halt stärker, aber was bekommt ihr dafür? Ihr bekommt dadurch mehr Loot. Also es wird halt ganz stark davon diskutiert, dass ihr hier zum Beispiel in Ash Forest ja, Ketten bis die droppen könnt. Und das heißt ja eigentlich erstmal nichts Neues. Man kann ja auch goldenen Schmuck so schon bis die droppen, falls ihr es nicht gewusst habt. Und einen blauen und grünen Schmuck bis Ted sogar. Aber ich lese es so, ich interpretiere das Ganze so, dass die Chancen auf diese Mon und die Deborekas viel höher sind als auf dem normalen Spot. Sonst macht das hier keinen Sinn. Ja, und das Ganze bei Olun ebenfalls. Olun ist eigentlich ein Spot, der gar keinen Schmuck droppt. Und jetzt mit der Dekias Laterne wird es so sein, dass es dort auch Debo-Ohrringe droppt. Base, Mon, die oder diese Illusionsträne, die ihr dann selber zu, ja, Debo-Ohrringe verkraften könnt. Wenn ihr mal Dekias Laterne verlieren solltet, kein Problem. Wenn ihr geraged habt und alles gelöscht habt, könnt ihr das hier wieder teuer herstellen. Und das war es erstmal soweit zu Dekias Laterne. Dazu wird es sicherlich nochmal demnächst ein separates Video geben, aber solange haltet die Ohren steif, lasst gerne ein Follow da, dann verpasst ihr auch nichts zu dem Thema BDO. Dann gibt es noch ein paar Änderungen in, ja, Valencia. Fogans, Nagas und Gahas bekommt insgesamt einen kleinen Buff, der ist aber ziemlich irrelevant, denn die Spots sind halt nicht gut. Also die Buffs machen ihn nicht viable, okay? Dann während der Quest in Land of the Morning Light verlieren die Bosse während der Quest ja an HP, das heißt, die haben weniger HP. Die Navigation durch Quest soll hier verbessert werden. Wie das Ganze aussieht, muss ich mir nochmal anschauen. Dann haben wir eine geile neue Funktion für Finde mein Item. Ja, normalerweise finden wir dieses, ja, diese Funktion unter Escape und dann unter Funktion und dann hier meine Gegenstände suchen. Das ist diese Funktion. Die finden wir alternativ auch unter Karte, auf eine Stadt klicken und dann hier bei der Suche. Und wenn wir dann hier zum Beispiel Cronstones eingeben, egal wie wir da hingekommen sind, kann man diese hier aktuell nicht rausziehen. Mit dem Patch können wir dann einfach hier rechtsklicken, solange ihr eine Lagermate auf Nicht-Cooldown habt, könnt ihr das Ding rausziehen. Ziemlich geile Funktion, finde ich persönlich, absolut geil gemacht. Und Leute, es gibt ja auch, wenn ihr zum Beispiel auf eine Monsterzone geht und dann draufklickt, auch diese Monsterzone-Blutwolfsiedlung, da wo ihr dann sehen könnt, was es da so droppt, was für Titel es gibt und so weiter und so fort. Diese beiden Funktionen, Leute, gibt es jetzt auch noch oben rechts bei der Suchfunktion.
Hier werden es nach dem Patch zwei Schaltflächen geben. Links für Finde mein Item, rechts für Monsterzone. Absolut geil, Leute. Quality of Life des Grauens. Als wäre das noch nicht alles, das zeige ich euch nochmal ganz hier unten. Da seht ihr dann hier diese beiden verschiedenen Buttons. Ne? Gibt es auch noch jetzt eine weitere Filtermöglichkeit für Pferde im Markt. Und zwar für alle Pferde Level bis Level 15. Ab Level 15. Ab Level 15, wisst ihr, könnt ihr diese für kaiserliche Handel weiter nutzen. Ziemlich geil. BDO, PA, was macht ihr da? Hilfe. Ihr zerstört einfach komplett. Das ist einfach absolut kranker Shit, den ihr da fabriziert. Also, das war's auch schon, Leute. Das war der ganze Patch. Ich hoffe, das hat euch echt gefallen, Leute. Ich bin einfach nur todmüde. Es ist jetzt fast 6 Uhr. Ich bin einfach komplett am Sterben. Sieht man halt ganz schlecht. Hier. Bin absolut müde. Ich werde ab 13.30 Uhr im Stream sein, egal ob ich wie eine Leiche aussehe oder nicht. Aber ja, ich hoffe, ihr seid genauso gehypt, Leute. Lasst gerne gemeinsam gehypt sein. Kommt gerne in den Stream. Ab 13.30 Uhr sollte es losgehen. Ich werde den ganzen Tag streamen. Ich habe richtig Bock. Ich bin einfach... Meine Nippel sind steif. Also wirklich, ich bin absolut geil, Leute. Also, lasst gerne ein Like da. Lasst gerne ein Follow da. Für den Algo-Push. Hashtag Käse in die Kommentare, Leute. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video oder im nächsten Stream. Haut rein.